Jesus, Marein, jetzt sag ich's schon wieder. Wo kommt denn eigentlich die ganze Zeit das Wasser her? Und wer ist die Schuld, dass es jetzt schon wieder regnet? So, ich habe die Schuldig schon gefunden. Die Sonne. Willkommen bei Klipp und Klar. Und wieso das so ist, das verstehst du am besten, wenn du mit dem Wasserkreislauf auskennst. Wasser ist Leben. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und es stimmt ja auch wirklich. Auf unserer Erde da wird rein gar nichts überleben ohne Wasser. Tiere, Pflanzen und auch wir Menschen. Wir alle brauchen Wasser. Prost. Und zum Glück haben wir ja sehr viel davon. Wenn man aus dem Weltall unseren Planeten anschaut, dann sieht man sehr viel Blau. Genau. Gut 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Und das Wasser, das ist ständig in Bewegung. Auch gerade jetzt, in dem Moment. Angetrieben wird der Wasserkreislauf, wie gesagt, von der Sonne. Ihre Strahlen erwärmen das Wasser in den Meer, den Flüssen und den Seen. Und auch die Pflanzen geben dort Wärme von der Sonne Wasser ab. Und dort Wärme wird das Wasser gasförmig. Dem sagt man Verdunstung. Und weil warme Gas immer steigen, steigt jetzt auch der unsichtbare warme Wasserdampf auf. Je höher der Wasserdampf kommt, desto mehr kühlt er sich ab. Rund um die winzigen Staubteile bilden sich jetzt Wassertröpfchen. Dem Ganzen sagt man Kondensation. Wenn es sehr kalt ist, können sich übrigens auch feste Mini-Eiskristalle bilden. Noch sind die Milliarden von Tröpfchen und Eiskristallen so fein und leicht, dass sie schweben können. Es hat eine Wolke gegeben. Übrigens, der Nebel ist nichts anderes als eine Wolke am Boden. Zurück zu der Wolke, die hier oben am Himmel schwebt. Nach und nach schliessen sich in dieser immer mehr Wasserteile zusammen. Und dadurch wird sie immer schwerer. Sie wird grösser, grauer und dunkler. Und irgendwann ist sie gesättigt. Das heisst, sie kann das Wasser wirklich nicht mehr heben. Und es geht als Niederschlag zurück zu uns auf die Erde. Meistens als Regen, je nach Temperatur als Schnee, Hagel, Graupel. Regenschnee, Schneeregen, Graupelschauer, Schnee. Regenschnee. Ein Teil vom Niederschlag der geht ins Meer, in die Flüsse und in die Seen. Ein anderer auf die Erde, also den Boden. Dort verdunstet er entweder sofort wieder oder versorgt Pflanzen. Viel Wasser versickert auch im Boden, wird dort durch verschiedene Gesteinsschichten gefiltert und gereinigt und wird so zum Grundwasser. Irgendwann kommt das Wasser dann aus einer Quelle wieder raus. Es fließt als Bach, später als Fluss oder Strom wieder ins Meer. Es verdunstet wieder und der Wasserkreislauf fängt von neuem an. Manchmal macht das Wasser ja noch eine Art Zwischenstopp. Der Schnee der kann ja einen ganzen Winter lang liegen bleiben, bis er dann schmilzt und sich wieder in Form von Wasser auf die Reise macht. Und in den Alpen da jetzt quasi riesige Speicher. In den Gletschern da kann das Wasser noch über viel, viel längere Zeit verhocken, bis es wieder schmilzt und dann im Wasserkreislauf von neuem mitmacht. Weißt du, was ich wirklich unglaublich finde? Es ist ja zwar ständig mega viel Wasser auf der Reise, aber von all dem Wasser ist nie ein Tropfen dazugekommen. Und umgekehrt ist auch nie nur ein Tropfen verloren gegangen. Also das heisst, genau das Wasser, das heute bei dir aus dem Wasserhahn kommt, das ist schon seit Ewigkeiten da. Vielleicht hat schon dein Ur-Ur-Ur-Grossvater davon getrunken. Und noch viel früher hat vielleicht mal ein Dinosaurier drin. Gut, egal. Zum Glück wird das Wasser im Wasserkreislauf auch immer wieder gereinigt. Das war's für heute mit Klipp und Klar. Bleib schön im Fluss und bis zum nächsten Mal.